Was sind die drei No-Gos von einem Trainer? Ich möchte da kurz ausholen und eine Klammer auftun. Und zwar war für mich die Weltmeisterschaft war eine wunderbare Bestätigung für meine Arbeit. Why we win? Warum gewinnen wir? Auf der einen Seite gewinnen wir, weil ich als Trainer, als Leader, als Chef ein unerschütterliches Selbstbewusstsein habe, ein Vertrauen habe. Ich weiß, dass ich selbst in der schwierigsten Situation bei mir, in meiner Ruhe, in meiner Kraft bleibe. Und auf der anderen Seite gewinnen wir, weil ich meine Leute stark mache. Und genau das haben die erfolgreichen Trainer und Mannschaften gelebt an dieser WM. Ja, und so ein großes Turnier, das zeigt, es kennt natürlich auch immer viele Verlierer. Und gerade von denen können wir unglaublich viel lernen. Und was sind dann diese drei No-Gos von einem Trainer? Das No-Go Nummer eins ist die Schuld bei den anderen suchen. Für mich ist das der Erfolgsverhinderer Nummer eins. Also vor allem, wenn ich verliere, oder den Fehler bei den anderen suchen. Und das hat man wunderbar bei den Deutschen gesehen, wie sie sich da gerade auch nach der ersten Niederlage oder jetzt auch nach dem Ausscheiden sich da selbst Vorwürfe machen, jeder dem anderen Vorwürfe machen, sich selbst quasi zerfleischen. Und das ermöglicht halt dann einfach keine Entwicklung. Und das Geheimnis darin ist ja wirklich, und das ist auch das Tor und der Schlüssel ist einfach, es geht auf meine Kappe. Und ich denke, das Wichtigste ist in einer solchen Situation, dass ich als Chef, als Trainer die Größe habe, hinzustehen und zu sagen, das geht auf meine Kappe. Das No-Go Nummer zwei ist, es kommt schon gut. Einfach so weitermachen. Das ist natürlich ein absoluter Irrglaube. Das ist wie der Storch bringt das Kind. Ja? Und es ist doch so wichtig, dass ich gerade, wenn ich irgendwo feststecke, oder vor allem wenn ich verliere, dass ich wirklich den Mut habe, mich neu zu entscheiden, dass ich den Mut habe, auch ein Risiko einzugehen. Und das hat man ja wunderbar gesehen, gerade bei Argentinien, oder wo sie das erste Spiel verloren haben, da hat der Trainer ja wirklich alles auf den Kopf gestellt, volles Risiko. Er hat drei wichtige Spieler ausgewechselt und wirklich diesen Mut, der hat sich ja dann extrem auch für ihn ausbezahlt. Das No-Go Nummer drei ist zu denken, dass mein Job als Trainer ist der Sieg. Mein Job ist nicht der Sieg. Mein Job ist zu schauen, dass meine Leute, meine Spieler Vertrauen haben, den Glauben haben, dass sie Unmögliches möglich machen können. Das ist Leadership. Das ist meine wirkliche Arbeit. Und das hat man ja wunderbar gesehen, an dieser Weltmeisterschaft, gerade zum Beispiel bei Marokko, aber auch ganz extrem bei Argentinien oder bei Kroatien, selbstverständlich natürlich auch bei Frankreich. Das sind schon Mannschaften am Werk, wo sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt, wo ich alles für die Mannschaft mache, wo ich mich aufopfere für die Mannschaft. Und der Trainer, wenn man sich das überlegt, bei Marokko, der hatte drei Monate Zeit, aus einer zerstrittenen Mannschaft ein Team zu formen. Also das heißt, das Training, der hatte ja nur ganz kurze oder wenige Trainings, aber er hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen, wo jeder alles für die Mannschaft macht. Und das hat natürlich er selber, oder? Der hat einfach auf dieser Beziehungsebene gearbeitet, oder? Das war, man hat ja dieses Herz gespürt, und das war natürlich auch ganz extrem bei den Argentinern. Die haben wirklich
die sind nicht dem Sieg hinterher gerannt oder auch der Trainer, sondern die haben für das Land gespielt, die haben für Messi, die einfach diese ganze Energie für jemand anderes das zu machen, oder? Und das ist ja dann der ganze Sinn, und von da kommt die Kraft, die wirkliche Kraft. Und so machen wir Unmögliches möglich. Auf der einen Seite haben wir die drei No-Gos. Aber für uns ist es natürlich extrem wichtig, was wir daraus lernen. Was sind die drei Learnings? Learning Nummer eins. Wenn ich verliere, geht's auf meine Kappe. Learning Nummer zwei. Wenn ich verliere, sofort neu entscheiden. Den Mut haben, etwas zu verändern. Und das Learning Nummer drei ist, mein Job ist es, meine Leute stark zu machen. Ganz im Sinne von, wenn ich mich um den Sieg kümmere, dann gewinne ich oder verliere ich. Wenn ich mich um die Menschen kümmere, dann gewinne ich immer. In diesem Sinne, smile, relax, and attack!